Leute, wir starten den heutigen Shortstag mit, wenn die Lara im Supermarkt arbeitet. Hey, hey, was machst du hier? Ich will meine Sachen bezahlen. Wieso? Weil, wenn ich so rausgehe, wäre das Diebstahl und ich will nicht... Nein, du Pudelkopf. Ich meine, wieso du ausgerechnet zu meiner Kasse kommst? Kasse 1, frei. Kasse 2, frei. Kasse 3, frei. Und dann musst du ausgerechnet zu mir zu Kasse 4 kommen. Schauen Sie. Ist 4 deine Lieblingszahl? Nein, hören Sie einfach. Oder war dein bestes Zeugnis in der Schule eine 4? Wieso kommst du genau zu Kasse 4? Hören Sie, es war einfach der kürzeste Weg. Was soll ich machen? Oh, ja. Jetzt ergibt es Sinn. Ja. Du bist von der Snack-Abteilung gekommen. Ja, und das war der kürzeste Weg. Okay, ja, dann ist gut. Ja. Hey, was machst du? Ich leg das hin. Verpiss dich! Kasse 1, 2 und 3 sind noch immer frei. Pudelkopf. Warum der Pudelkopf? Kauf dir niemals diese Sachen in GTA 5. Als erstes wäre da der Luxor Deluxe, das goldene Flugzeug. Den hat sich, glaube ich, Maudado gekauft, oder? In GTA 5. Wir alle kennen es, aber es ist das Unnötigste, was man sich in GTA 5 überhaupt kaufen kann. Denn es kostet einfach 10 Millionen Dollar und das Komische ist, es kann wirklich gar nichts. Ja doch, es ist Gold. Als nächstes wäre da die Yacht in GTA 5. Kauf dir auf jeden Fall niemals eine Yacht. Warte, habe ich die nicht gekauft? Irgendjemand bei uns aus dem Freedom Squad hatte die. Denn die Yachten beginnen preislich erst ab 7 Millionen Dollar und sind wir mal ehrlich, jeder, der sich eine doch, Yacht da waren in GTA wir drauf. 5 kauft, macht das wirklich nur zum Flexen und damit er mit dieser Yacht... Na, und weil sie damals neu war, glaube ich. Wir haben immer versucht, so ein paar neue Dinge zu zeigen. Jeder von euch hat diesen einen Freund, der mit seiner Yacht in GTA 5 angibt. Ich hatte ein U-Boot. Wie lange dauert es, bis ich verkleidet als Schaufensterpuppe im C&A erkannt werde? Also habe ich ein passendes Outfit im Store rausgesucht, bin in die Umkleide und habe mich super umständlich umgezogen. Ich sag's mal so, ich habe einige Haare an diesem Bodysuit verloren. Jetzt brauchen wir nur noch einen passenden Platz. Direkt an diesen Jacken war es mir zu auffällig. Hat da kein Mitarbeiter mal irgendwie so, Diggi, was machst du hier? Hier war der Spiegel im Weg und hier hinten in der Ecke kommt eh keiner vorbei. Dann habe ich diesen Kollegen gefunden und dachte, dass wir als Tag-Team gut durchgehen würden. Also einen noch versteinert machen und warten. Oh Gott. Direkt kam ein Pärchen an mir vorbei, das aber erstmal keinen Verdacht schöpfte. Die beiden sind mir verdammt nahe gekommen. Der Typ hat meinen Kollegen echt gut ausgecheckt, hat mich aber als Schaufensterpuppe abgestempelt. Glück gehabt. Es sind echt viele Leute super close an mir vorbei, ohne mich auffliegen zu lassen. Dieser Pre musterte mich tatsächlich... Ja, die dachten, Junge, da ist so ein Verrückter in so einem Kostüm. ...eine ganze Weile. Ob er meinen Fit gefeiert hat oder etwas sass fand, werden wir wohl nie erfahren. Kurz mal einen Zwischenkratzer einlegen, ehe mich diese Gruppe auffällig lange musterte. Also Sie haben mich erkannt, oder? Ja, verdammt, okay. Dann ist das Experiment offiziell vorbei. Was würde passieren, wenn wir zwei Sonnen hätten? Danke an Endrit, der mir die Frage auf Insta gestellt hat. Ist dann den ganzen Tag hell oder was? Machen wir uns dran. Würde die zweite Sonne da sein, wo jetzt Pluto ist, dann wäre das wahrscheinlich das Ende der Menschheit. Ja gut, weil es zu heiß wäre, oder was? Masse und Anziehungskraft an, aber die Chance ist, dass sie uns aus dem Orbit schmeißen würde oder an sich ranzieht und die komplette Erde verbrutzeln lässt. Und würde unser Orbit gleich bleiben, dann gäbe es Jahreszeiten, zu denen es niemals Nacht werden würde, weil ja, die eine gesagt, Sonne... Guck mal hier, Dr. Paletto. ...aufgeht, wenn die andere untergeht. Aber mal an. Angenommen, wir würden unsere aktuelle Sonne in zwei kleinere Sonnen aufteilen, dann könnten wir tatsächlich auf einer Welt überleben, auf der zwei Sonnen am Himmel stehen, die zusammen auf- und untergehen, wie in Star Wars. Die Sterne würden dabei durchgehend miteinander tanzen, indem sie um einen Punkt in ihrer Mitte rotieren. Für uns bedeutet das, dass sie alle 10 Tage die Position tauschen würden. Und solche Systeme sind gar nicht so selten. Man geht aktuell davon aus, dass 85% aller Sternsysteme mindestens Binärsysteme sind, also zwei oder noch mehr Sterne in ihrer Mitte besitzen. Wenn du jeden Tag etwas Neues lernen möchtest, dann mach jetzt das Herz. Mann, ich will nichts lernen. Doch, das war cool. Hey. Can you play Dance Monkey? Dance Monkey? Yeah. Okay. Was ist? Ah, Dance Monkey. Nee, wie war das Lied? Ja, ja, ja. Look at what this guy will do. Ja. Oh Mann, Alter, da kommt gerade plötzlich einer mit dem Saxophon. Ist es so ein Flashmob? Was halt geil gewesen wäre, wenn sie jetzt die Sängerin noch am Start wäre.
Wie einfach jeder dann auch immer direkt das Handy rausholt. Paletto wäre auch direkt da, bitte. Guck mal hier. Aber das war doch geplant, dass die beiden da das, also, oder? Ja, natürlich. Wie viele Stifte kannst du in diesem Bild hier oben sehen? Laut deiner Studie sehen nämlich 7. Männer bzw. Jungs weniger Stifte. Was? Und im Gegenzug sehen 7. Frauen bzw. Mädchen mehr Stifte. Und so, jetzt, Freunde, nee, Moment, hä? Hier sind es nur bin ich doof? Kommt's drauf an. Und zwar, wenn ihr 6 Stifte seht, dann müsst ihr den Kanal abonnieren. Ja, warte, aber hier hinten sind es weniger? Hä? Sag mal, was wenn ist ihr selber durchgezählt habt, seht nur 6. Wenn ihr allerdings 7 Stifte seht, dann müsst ihr dem Video einen Daumen nach oben geben. Und ja, jetzt hier vorne sind wie 7. Viele Stifte ihr da draußen seht. Oh, Extremwetter am Ammersee. Das ist doch auch direkt in der Nähe von München. Zack, boah. Junge, das muss schon bocken. Wenn du durch die Gegend fliegst. Ich habe vor hunderten Menschen mitten in Köln Saltos gemacht. Oh, das ist hier auf der Domplatte, oder? So kam es dazu. Kai, meine Freundin, mein Bruder und ich haben uns gegenseitig Challenges gestellt. Kai musste zum Beispiel diese Polizisten mit einem Salto beeindrucken. Und meine Aufgabe war es, Mickey Mouse mit einem Backflip zu... Oh nein, das gibt's jetzt auch in Köln. Einmal Mickey Mouse in so einem richtig miesen Kostüm, wo du dir denkst, Alter, Mickey zieht gleich ein Messer. Überraschen. Und als dann Merle an der Reihe war, sind wir auf diese Breakdance-Gruppe gestoßen. Die haben uns dann gefragt, ob wir bei deren Show mitmachen wollen. Und natürlich haben wir ja gesagt. Nachdem die dann mit ein paar heftigen Moves vorgelegt haben, waren wir dann an der Reihe. Die Leute haben es auf jeden Fall richtig gefeiert und ich bin mega dankbar für diese Erfahrung. Aber zu weit. Weil immerhin kann ich jetzt behaupten... Boah, nee, das wäre gar nichts für mich. Wie lange dauert es, bis ich mit blauem Hemd im Saturn als Mitarbeiter erkannt werde? Zum Dienstantritt muss ich natürlich erstmal die neueste Technik in Form eines Selfies... Ist Saturn blau? Testen. Dann heißt es mal wieder aufräumen. Ich hätte da niemals jemanden im blauen Hemd angesprochen. Meine Schicht nicht mit mir. Um mich abzuregen, habe ich mir erstmal meine liebste Musik auf die Ohren gehauen und dabei gar nicht gecheckt, dass mich dieser Herr eventuell ansprechen wollte. Ich war einfach zu sehr in the zone. Ein kurzer Pannencheck muss auch sein, ehe ich befördert wurde, nämlich in den zweiten Stock. Hier habe ich ein verdientes Nickerchen im Stuhl gemacht und in meinem Traum wurde mir klar, ich muss mehr auf die Leute zugehen. Hallo. Hallo, hallo, keiner sagt hallo. Dabei sehe ich doch so super nett aus. Diese Dame war so close, mich anzusprechen. Zweimal hat sie angesetzt. Ja, sie hat wahrscheinlich geguckt, ob er ein Namensschild hat. Zweimal hat sie abgebrochen. Ist mein Outfit so durchschaubar? Danach war es ein Auf und Ab zwischen packenden Screens und Ich muss ja sagen, also manchmal fand ich die Preise für Kabel bei so Saturn und Mediamarkt übertriebenst unverschämt. Ging so um HDMI-Kabel und so. Aber da drin so rumzulaufen... Und so ein bisschen zu gucken, fand ich schon immer geil. Als Aufgaben eher die Falle. Weil du siehst ja nie, wie so ein, wenn du jetzt online kaufst, wie so ein 80 oder 85 Zoll Fernseher im Real Life wirkt. Wisst ihr, was ich meine? Endlich zuschnappte. Ja. Telefon, aber ein Haustelefon. Ich würde Ihnen gern helfen, aber ich arbeite ja leider nicht. Das ist... Aber ich kann Ihnen gern helfen, Haustelefon, das steht sicher vorne. Ich habe mich heute Morgen irgendwie super einsam gefühlt, weswegen ich mich spontan dazu entschieden habe, einen Welpen zu kaufen. Ich habe mich dann von meinem Fahrer zu einer Züchterin bringen lassen. Wirklich, so eine liebe Frau. Und guckt euch diese süßen Wollknäule an, Leute. Ich war so verliebt, ich hätte am liebsten alle mitgenommen. Am Ende habe ich mich dann für dieses Modell entschieden. Ein Tricolor-Weibchen. Auf der Autofahrt nach Hause hat sie die ganze Zeit auf meinem Schoß gesessen. Wir haben uns richtig gut verstanden. Alles schien perfekt, bis wir zu Hause angekommen sind und der Pushy plötzlich auf den Boden meines Ferienhauses gepinkelt hat. Ja, das war denn wirklich eine Enttäuschung. Ich hatte explizit nach einem nicht urinierenden Welpen gesucht. Deswegen habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, den Kleinen in seiner natürlichen Umgebung auszusetzen, damit er in Freiheit leben kann. Leute, das ist kurze Erklärung, das ist einfach Satire. Weil ich kann mir vorstellen, dass Leute das auch in den falschen Hals bekommen haben. Hier sieht man auch 1800 Kommentare. Ich habe mich dann für dieses Modell entschieden. Das Traurige ist, dass in der Corona-Zeit, anders als in dieser gut geschauspielerten Version, leider wirklich viele Welpen adoptiert und dann ausgesetzt wurden. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ganz ehrlich, das sollte keine Impulsentscheidung sein, sich einen Hund zu kaufen. Vor allem, als dieser weltberühmte Fußballstar mit mir geflogen ist. Oh. Als wir seinen Namen auf der Passagierliste entdeckt haben, war die ganze Crew so richtig aufgeregt. Wir haben gesehen, dass er viel Flieger und außerdem... Aber ich bin doch gar kein Fußballer. ...in der Business-Class gebucht war. Passte also alles. Wir haben überlegt, ob wir nach einem Autogramm fragen oder ein Gruppenfoto
machen und rätseln, ob er da überhaupt Lust drauf hat. Am nächsten Tag war es dann soweit. Wir wurden dann als gesamte Crew vom Hotel abgeholt und nein, das müssen wir übrigens nicht selber bezahlen und wurden zum Flughafen gebracht. Dort sind wir dann auf den Flieger gegangen und nachdem wir diesen gecheckt haben, das darfst du wahrscheinlich nicht sagen, wer das war. Langsam eingestiegen. Plötzlich setzt sich aber ein anderer Passagier auf den Sitzplatz vom Fußballspieler. Kurz dachten wir, dass sich der Fußballer vielleicht auf eine andere Maschine gebucht hat. Trotzdem habe ich meine Kabinenchefin angerufen und sie gefragt, ob sie bereits andere Informationen hat und auf dem Sitzplatz vielleicht wirklich ein anderer Passagier sitzt. Aber nein, nach wie vor war der Fußballer auf den Sitzplatz gebucht. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Was denn? Ich hatte die Möglichkeit nicht bedacht, dass es vielleicht zufälligerweise auf dieser großen weiten Welt noch eine andere Person geben könnte, die genauso heißt. Und ja, so war es auch. Keiner aus der Crew hatte das kommen sehen. Boah, ich würde aber gern wissen, wer das ist. Thomas Müller, jeder Dritte heißt so. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Thomas Müller so viel fliegt. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, der chillt da mit seinen Pferden, mit seiner Frau. Mein absolutes Highlight dieses Jahr. Ich war beim Yoga mit Welpen und das war wilder, als ich dachte. Gott. Denn schau dir diese kleine Furzgucke hier an. Instant Fluffuritis bekommen. Aber keine Sorge, ist ansteckend. Der Tag lief dann in etwa so ab. 20% Yoga, 90% Welpenstreicheln. Hast du mal 2 Sekunden nicht aufgepasst, zack, Kuschelattacke der süßen Art. So lang, bis einer pennt. Und ihn hier möchte ich euch besonders vorstellen. Das ist Slinky. Diese kleinkriminelle Wurst hat ganz besondere Hintergedanken. Unschuldig wird rumgedackelt und sobald er sein Opfer gefunden hat, zack, gibt mir eine Bauchkraulung jetzt. Er hat seinen Bruder dabei, der heißt Döner. Eine fette Ballerei quer durch die Yoga-Gruppe darf natürlich auch nicht fehlen. Feierabend für die Würste, nun kommen die blauäugigen Flauschinators dran. Einer süßer als der andere. Ich hätte am liebsten alle eingepackt. Und die kleinen Flauschis haben sich bestimmt vorher abgesprochen, denn sie sind in einer Gruppe auf ihre Opfer los. Das könnte ich wirklich jedes Wochenende machen. Hier wurden so einige Herzen zum Schmelzen gebracht. Da wurde ich auch noch attackiert von der wilden Gang. Naja, ich hab's überlebt. Danach gab's doch noch die ein oder andere Yoga-Übung, damit sich der Yoga-Dress auch gelohnt hat. Für die Flauschgang war es dann aber auch genug und es wurde gepennt zum Glück lang überall Menschen als Kopf. Das muss ja so cool sein. Wirklich. Zumindest wenn man auf Hunde, also wenn man Hunde mag. In der Grundschule gab es ein kleines Kind namens Kevin. Leider war Kevin ein Idiot. So ein Idiot, dass die Lehrerin seine Mutter einberufen hat, um ihr zu sagen, Frau, ihr Sohn ist ein Idiot und ihm fehlt es an Intelligenz. Leider handelt es sich um einen hoffnungslosen Fall. Ah, das würde doch keine Lehrerin sagen. Die Mutter hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Sie ist umgezogen und hat die Schule für ihren Sohn gewechselt. 25 Jahre später erkrankte die Lehrerin schwer an Herzproblemen. Alle Ärzte sagten ihr, dass es vorbei sei. Ja, das ist doch keine reale Geschichte. Die Operation äußerst kompliziert und fast unmöglich. Ja, genau, und jetzt hat Kevin sie operiert, Alter. Möglich sei, außer für einen einzigen Arzt mit neuen Techniken. Dieser Arzt wagte das Unmögliche und die Operation war ein Erfolg. Im Aufwachraum öffnete die Lehrerin die Augen, konnte aber nicht atmen. Ja, normalerweise redet doch auch der Arzt nochmal vorher, wenn das, also... Ihre Augen füllten sich mit Tränen, ihr Gesicht wurde rot und dann blau. Sie hob die Hand und hauchte schließlich ihren letzten Atem aus. Das alles, weil unser guter alter Kevin, der am Morgen den Raum gefegt hatte, ihr Sauerstoffgerät abgesteckt hatte, um sein iPhone anzuschließen. Nein, Kevin ist kein Chirurg geworden. Kevin ist ein Idiot. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ihr kennt bestimmt das Bällebad der Real Life Guys. Bevor wir reinspringen konnten, mussten wir zuerst diese schwere Treppe hinaufklappen. Und dann ging es auch schon los mit dem ersten Springen. Boah, Alter. Danach fingen wir an, alle drei nach einem Frontflip ins Bällebad zu machen. Sogar meine Freundin Nicole. Das hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut. Und Stefan, der den halben Abend diesen fancy Weihnachtsmann-Kostüm herumlief, machte auch einen. Und ja, hier hat er sich die Füße angeschlagen. Aber es ist ihm nichts dabei passiert. Und wie ihr mich kennt, wollte ich mehr Action. Also musste ich einen Stockwerk weiter hinaufklettern, um von höher ins Bällebad springen zu können. Und Leute, ich hatte so Schiss. Aber der freie Fall von dieser Höhe war einfach nur mega. Like dieses Video, wenn ihr sehen wollt, wie ich kopfüber die Seilbahn der Real Life Guys gerutscht bin. Ich fand unser Bällebad trotzdem besser. Ach, das war eine gute Zeit. Oh, das ist wieder der Hund, der so geputzt wird. Der ist immer so gechillt und dann werden ihm so die Fingernägel da gemacht, die Pfotennägel. Ey, der hat so gut. Oh, guck mal, wie entspannt der ist. Oh. Der ist ja so unfassbar süß, ne? Der genießt das so, als ob. Da wird die Nase eingecremt, was? Also, das hat unser Hund nie bekommen. Was gibt's jetzt noch? Creme? Er wird jetzt einfach nochmal komplett so eingeschmiert. Wenn du auf YouTube 100.000 Abonnenten erreichst, kriegst du so einen silbernen Play-Button. Und viele YouTuber sagen, dass es ewig braucht, bis das Ding hier ankommt. Aber ja gut, aber wahrscheinlich, weil auch mittlerweile, ey, bestimmt Hunderttausende
jeden Monat kriegen weltweit diesen Play-Button, oder? Ganz einfach, weil du dich um alles selber kümmern musst. Zuerst sagst du YouTube, hey, ich habe jetzt 100.000 Abonnenten. Früher sah der Play-Button auch noch anders aus. Dieser silberne, den habe ich auch noch, den hat meine Mutter, weil der leider hier damals kaputt angekommen ist. Und auf dem Weg von Hamburg nach Köln damals habe ich den bei meiner Mutter vergessen. Und YouTube dann so, chill mal. Und du so nach einer Woche dann, hey, ich habe 100.000 Abonnenten, guck doch. YouTube dann, okay, wir checken mal, ob du auch korrekt bist und regelmäßig hochlädst. Wir schicken dir deine E-Mail, wenn alles Chico ist. Und dann sitzt du da und wartest auf diese Mail, die nicht kommt. Wieder eine Woche später meldest du dich wieder bei YouTube und bist dann so, hallo, 100.000 Abonnenten, habt ihr mal was gecheckt? Ach so, ja, alles fein, gib mal diesen Gutscheincode ein. Dann kannst du mal genau. Einen Play-Button bestellen. Die Webseite ist übrigens die Webseite, die... Es ist auch total interessant. Also jetzt kurz mal ein bisschen Talk nebenbei. Früher waren 100.000 Abonnenten geisteskrank. Aber mittlerweile haben halt so viele Leute 100.000, dass so gefühlt 1 Million Abos das neue 100.000 ist. Versteht ihr, was ich meine? Die diesen Award herstellt, das ist ja nicht YouTube selbst, sondern so eine, die Preise... Und das, was 1 Million Abonnenten früher waren, was so damals White Titty oder Felix, also Dena hatten, das war krank. Das war jenseits von Gut und Böse. Guten Morgen, by the way. Und wenn du das alles gemacht hast, dauert der Versand witzigerweise nicht so lange. Schwarz. Was ist das denn her? Der ist so glänzend, da könnt ihr auch der ist wirklich cool. Direkt über den Bock ist der Ansessel. Auf zum Goldenen und viel mehr beknacktem Content. Das ist ein Follow da. Hat er jetzt schon 1 Million? 678.000. Ja, Leute, ey, schaut mal bei ihm vorbei, er macht geilen Stuff. Leute, das war's für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns morgen wieder.